Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Krieg in der Ukraine bestimmt weiterhin die Diskussion bei uns in der Öffentlichkeit. In den letzten Wochen natürlich vor allem das Thema Waffenlieferungen. Etwas in den Hintergrund in der öffentlichen Diskussion ist getreten, dass im Inland, in ganz Europa auch viel humanitäre Hilfe für geflüchtete Personen geleistet wird. Ja, natürlich lief da nicht immer alles überall perfekt. Das wird auch niemand verlangt und erwartet haben in so einer Situation, die schnell eintritt. Aber ich finde doch, dass verglichen mit früheren Flüchtlingskrisen innerhalb weniger Wochen funktionierende Abläufe bei uns im Land stattgefunden haben. Und deswegen will auch ich natürlich den vielen Ehrenamtlern an der Stelle Dank sagen. Das ist nicht einfach nur stereotypes Pflichtüben, sondern ich empfinde das wirklich so, weil ja wir alle auch in den Wahlkreisen wissen, was geleistet wird vor Ort von vielen freiwilligen, hilfsbereiten Menschen, die andere Menschen aus der Ukraine aufnehmen, aber schon auch die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Städten, den Gemeinden, den Landkreisen, die ebenfalls viele Leistungen erbringen. Auch ihnen muss man danken für ihren Einsatz. Und ich will schon auch betonen, dass in den letzten Wochen wirklich viel geschehen ist bei uns im Land. Ich will nur ein paar Beispiele erwähnen. Über 113.000 ukrainische Kinder und Jugendliche sind mittlerweile bei uns in den Schulen eingeschult worden. Das ist immens wichtig, weil die Kinder und Jugendlichen doch zu den Hauptleidtragenden gehören. Und wir jetzt alles tun müssen, dass sie nicht auch noch schulisch weit zurückgeworfen werden und den Anschluss verlieren. Deswegen ist es ungeheuer wichtig, dass auch die Bundesbildungsministerin Frau Stark-Watzinger immer wieder darauf hinweist und auch die Lehrerinnen und Lehrer, die ja oft im Zentrum der Kritik stehen, wirklich vieles leisten, um diese Kinder und Jugendliche auch mitzunehmen. Auch ihnen gilt unser Dank, meine Damen und Herren. Oder ein anderes Thema, das Sie in Ihrem Antrag erwähnen, medizinische Versorgung. Ab dem 1.6. ist es möglich, dass ukrainische Geflüchtete bei uns Grundsicherung erhalten, was ihre Versorgungsmöglichkeiten erheblich verbessert. Auch da zeigt sich doch schon, dass sich ungeheuer viel getan hat und noch weiter tut. Oder weiterer Punkt, Zugang zum Arbeitsmarkt. Ja, viele Menschen, die aus der Ukraine kommen, hoffen jeden Tag darauf, dass sie bald zurückkehren können. Die werden nicht versuchen, bei uns im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Aber andere tun es sehr wohl. Und da öffnen wir jetzt den Weg ebenfalls über den Rechtskreiswechsel, dass sie in der Arbeitsvermittlung unterkommen können bei uns im Arbeitsmarkt. Auch das zeigt, dass sich ungeheuer viel schon getan hat und weiterhin tut, meine Damen und Herren. Was aber natürlich nicht heißt, dass noch viel zu tun ist, natürlich, das ist ganz klar. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir vor allem eine gesamteuropäische Bestandsaufnahme brauchen, eine verlässliche, möglichst vollständige Datenbasis, ein Lagebild, um zu wissen, wie geht es den Ukrainerinnen und Ukrainern bei uns, aber auch in Polen, in Ungarn, der Slowakei, in Rumänien, aber natürlich auch bei uns in Deutschland, in Frankreich, in Spanien, in Portugal. Viele von ihnen werden lange Zeit bei uns in Europa bleiben. Viele haben persönliche Bleibewünsche, weil sie irgendwo in Europa Angehörige, Freunde und Bekannte haben, wo sie schon untergekommen sind. Aber wir müssen auch die Leistungsfähigkeit und die Möglichkeiten dieser Länder in Betracht ziehen. Ein anderer Punkt, den ich für wichtig erachte. In den ersten Tagen und Wochen war unser Regierungshandeln Krisenmanagement in Anbetracht der Situation. Aber wir müssen jetzt natürlich gesamteuropäisch mehr und mehr übergehen zu vorausschauendem, langfristigen Entwickeln von Perspektiven und Langzeitplänen. Niemand weiß, wie lang dieser Krieg und das Geschehen noch andauert. Alles ist schwer berechenbar. Die Katastrophe inmitten Europas dauert weiter an. Aber wir müssen denkbare Szenarien vorbereiten und auch dann, wenn die öffentliche Aufmerksamkeit nachlässt, uns Gedanken machen, wie wir den Menschen, die hier bleiben wollen, die hier bleiben werden, Perspektiven und Möglichkeiten zu bieten. Wir werden aber auch auf lange Zeit sowohl bei uns im Land ukrainischstämmige als auch russischstämmige Menschen haben. Und wir müssen die Gesellschaft
und die Behörden darauf vorbereiten, dass daraus auch Konfliktpotenzial erwachsen kann. Und wir müssen insbesondere darauf achten, dass russischsprachige Menschen sich auch über inländische Medien in russischer Sprache informieren können, um nicht angewiesen zu sein auf Informationen aus Russland. Und so will ich als Fazit festhalten, dass die Herausforderungen vielfältig und dauerhaft bleiben werden und ständige Anpassungen erfordern. Insofern ist der Antrag der Union auch von Anfang an nicht ganz up-to-date gewesen, ist es nicht geworden. Deswegen werden Sie verstehen, dass wir ihm heute nicht zustimmen können. Die Regierung ist up-to-date und handelt nach einem funktionierenden Masterplan. Ich danke Ihnen. Ich gebe Clara Bünger das Wort für die Fraktion Die Linke.